Wir saßen in einer großen Gruppe mit ungefähr 30 Leuten in einem großen Konferenzsaal, Raum, und mussten halt noch auf Hans-Ulrich Klose von der SPD warten. Und in dieser Zeit ging mir all mögliche Varianten durch den Kopf, was das für ein Mensch sein könnte. Könnte es eine Marionette sein, die programmiert wird und die sowieso nichts weiß und nur das ausplappert, was ihr so eingetrichtert wurde? Oder ist es einer, der voll die Ahnung hat, aber nun heißen Brei herumredet? Oder könnte es auch sein, dass ein bisschen etwas von einem nichtmenschlichen Wesen in diesem Politiker steckt? Das, was ich an seinem Körper fixiert habe, waren seine Augen. Dunkel, tief und kalt. Auf jeden Fall habe ich mich dann körperlich, sage ich, überhaupt beruhigt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte vom Inneren her. Und habe dann ihn gefragt, weshalb die Menschheit permanent besprüht wird mit Chemtrails.